Hallöchen ihr Lieben zu einem kleinen Demo-Let's Play. Wir spielen das RPG-Maker-Horror-Game Suiren, entwickelt von Demon Games und Kia, also eine Kooperation. Und entwickelt wurde das Ganze im RPG-Maker VX Ace und wie schon angedeutet ist es Horror, aber halt leider auch nur eine Demo. Es ist das erste Kapitel, das quasi als Intro dient und es soll wohl so halbe bis eine Stunde gehen, je nachdem wie schnell man spielt. Und wir starten einfach mal. Sind wir bereit? Ja, wir können beginnen. So. Happy Birthday, Isamu! Danke sehr. Ihr Mädchen hätte doch nicht... Megumi, danke für das Geschenk. Diese Handschuhe sind so warm und die Farbe ist perfekt. Lila ist meine liebste Farbe. Was denkst du denn, dass ich deine liebste Farbe nicht kennen würde? Du bist schließlich mein bester Freund. Ich wünsche dir nur das Beste an deinem 16. Geburtstag. Tomoko, deine hausgemachten Kekse sind so köstlich. Eines Tages wirst du eine wunderbare Frau werden. Also Ehefrau. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Tomoko ist viel zu schüchtern für diese Art von Witz. Ich meinte nur, dass du eine großartige Köchin bist. Das ist alles. Oh. Achso, oh. Danke, Isamu. Happy Birthday. Isamu hat mir ein Kompliment gemacht. Oh je, die sind ja alle in ihn verknallt, oder? Frederica, danke für das CD-Album, das du mitgebracht hast von deiner Reise in Europa. Dieses Zeug kriegt man hier einfach nicht. Ich wusste, dass du nach dieser CD suchst und ich bin froh, dass du sie magst. Na, da hat er aber ein Glück, ne? So viele gut aussehende junge Damen um ihn herum. Ach, was für ein wundervoller Tag das ist. Ich bin so glücklich. Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Wir sind jetzt seit 10 Jahren befreundet. So langsam komme ich mir alt vor. Wir hatten Höhen und Tiefen, aber letztendlich sind wir immer zusammengeblieben. Und heute scheint es fast so, als wären wir wieder in unseren Grundschultagen. Was meinst du damit? Naja, wir hatten so einen sorglosen Tag. Du und Frederica haben sich heute nicht gestritten, nicht ein einziges Mal. Und Tomoko hat sogar was gesagt, obwohl sie so schüchtern ist. Und nun, wegen der ganzen AGs und den verschiedenen Aufgaben, haben wir einfach keine Zeit, Tage wie diesen miteinander zu verbringen. Ich bin jetzt in der Highschool und ihr seid im letzten Jahr der Junior High. Das stimmt, aber nächstes Jahr werden wir dir hinterherkommen. Das ist kein Problem. Vielleicht nicht jetzt, aber in 3 Jahren werde ich meinen Abschluss machen und ihr nicht. Und dann bin ich total beschäftigt am College und muss noch einen Nebenjob machen. Vielleicht habe ich dann keine Zeit mehr, um abzuhängen und mit euch Leuten Spaß zu haben. Unsere Leben werden auseinanderdriften. Ich, Isamu. Was sagst du denn da, Isamu? Gib nicht auf. Wir werden nicht verschwinden aus deinem Leben. Wir werden für immer Freunde bleiben, was auch immer geschieht. Frederica hat recht. Denke nicht, dass du uns so leicht los wirst, vor allem mich. Ich möchte nicht, dass Isamu fortgeht. Ich möchte nicht, dass irgendjemand fortgeht. Wir sind Freundinnen. Oder Freunde. Frederica, das hört sich besser an. Megumi, Tomoko, danke. Sorry, falls ich gerade die Stimmung runtergezogen habe. Ich hatte heute so viel Spaß. Ich wollte nicht alles ruinieren. Du hast überhaupt nichts ruiniert, keine Sorge. Weißt du was? Da du so viel Spaß hattest, hoffe ich, dass der heutige Tag niemals enden wird. Das wäre nicht möglich. Was war das? Vielleicht einfach nur... Was ist ein Brownout? Das habe ich ja noch nie gehört. Vielleicht einfach ein Wackelkontakt? Keine Sorge, das geschieht manchmal. Was ist los, Frederica? Hast du etwa Angst vor Geistern? Hey, zieh mich nicht auf. Dieses Anwesen ist alt und Isamus Eltern sind nicht da. Ich finde, das ist nur natürlich, dass man bei solchen Dingen dann Angst hat. Naja, wie du schon sagst, dieses Anwesen ist alt. Vielleicht gibt es irgendeine mysteriöse Präsenz, die deinen Wunsch gehört hat und ihn nun erfüllen will. Isamu, hör auf, mich aufzuziehen.
ist ja wirklich ein Geist. Sei doch nicht albern. Das ist doch nur ein Stromausfall. Keine große Sache. Ich werde das Licht wieder anmachen. Isamu? Oh, er ist einfach umgekippt. Isamu! Hey, Isamu. Ja, verarsch uns hier nicht. Mir machst du keine Angst. Ach nee, du wirst sogar mir Angst machen. Was ist los? Ich habe Angst. Bumm. Tomoko, Hilfe! Mir ist so schläfrig. Oh oh, das ist nicht gut. Wir sind alle umgekippt. Der Strom ist ausgegangen. Und jetzt sind wir an einem anderen Ort. Wo sind wir? Wie geht es euch, Leute? Bitte wacht auf. Gott sei Dank, es geht euch allen gut. Ja, ich erinnere mich noch, ich machte mich auf den Weg zur Tür und dann ist mir ganz schwindelig geworden. Ich habe das Bewusstsein verloren. Das haben wir alle. Also, was meint ihr? Wie sind wir hierher gekommen? Was ist denn das für eine Frage? Du bist doch die Erste, die aufgewacht ist. Woher sollen wir das denn dann wissen? Du musst ja nicht gleich so antworten. Mach mal locker, ey. Mach du dich mal locker. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um sich zu streiten. Die Teddybären sind voller Blut. Ich hab Angst. Muhahaha. Ich sehe schon, dass ihr alle bereit seid. Nun gut, es ist Zeit für die Vorstellungen. What? Ah, das ist Suiren. Also, sie gibt dem Spiel seinen Namen. Freut mich, euch kennenzulernen, meine lieben Gäste. Mein Name ist Suiren und ich bin ein Dämon, der in Träumen wohnt. Dämon? Träume? Das ist absurd. Du bist doch noch ein Kind. Kuckucku, ein Kind? Ich? Was für ein närrischer Mensch. Ich könnte wetten, dass du es nicht lange durchhältst in meinem Spiel. Was? Von welchem Spiel redest du da? Wenn wir es spielen, können wir dann nach Hause? Frederica, was tust du denn da? Sie auch noch aufmuntern, oder was? Hast du denn eine andere Idee? Dieser Ort ist wirklich seltsam. Wir sollten besser tun, was sie sagt. Wir wissen nicht, wie weit weg unser Zuhause ist. Oh, eigentlich gar nicht so weit. Erinnert ihr euch nicht? Ihr habt das Bewusstsein verloren auf der Geburtstagsparty von Isamu. Und momentan liegen eure Körper dort auf dem Boden. Nur euer Geist, der ist gefangen hier in meinem Traum. Der Versuch, einen Weg nach Hause zu finden, ist nutzlos, denn er existiert nicht. Mom, ich will nach Hause. Denkst du wirklich, wir können dieser Verrückten glauben mit ihren Träumen und Dämonen? Es ist egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ihr werdet es schon bald selbst herausfinden. Ihr seid wirklich undankbar. Habt ihr euch nicht gewünscht, für immer zusammen zu sein? Dass dieser Tag niemals enden möge? Nun, euer Wunsch kann wahr werden. Lasst uns das tun. Ich werde euch ein bisschen Zeit geben, um euch einzugewöhnen, damit ihr merkt, dass ich keine Witze mache. Falls es euch gelingt, den tödlichen Fallen auf diesem Stockwerk auszuweichen. Zu überleben. Überleben? Natürlich. Wie ich schon sagte, das hier ist mein Spiel und es ist ein sehr gefährliches Spiel. Hofft nicht zu erwachen, wenn etwas Böses geschieht. Nein, ihr werdet dann sterben. Du willst uns töten, richtig? Ach, hör auf mit deinen närrischen Fragen. Die Zeit für Erklärungen ist vorüber. Daher, lass uns beginnen mit diesem blutigen Spiel. Ein Traum, in dem wir sterben können. Wie konnten wir nur in dieser Situation landen? Tomoko, geht es dir gut? Komm schon, sei nicht so traurig. Du darfst jetzt nicht weinen. Ja, sorry. Wir müssen unbedingt hier raus. Ich stimme dir zu, aber wie kommen wir aus diesem Raum heraus? Dieses Suiren hat irgendwelche tödlichen Hindernisse erwähnt. Es könnte gefährlich sein. Wir brauchen etwas Hilfe, aber wo finden wir welche?
Ich kann euch helfen, wenn ihr mir helft. Woher kam diese Stimme? Wow! Ich bin hier auf dem Thron. Hilf mir! Der Kopf des Teddybärs spricht? Okay, so bewegen wir uns und naja, das Typische halt, ne? Oh, wir können sogar rennen! Supi cool. Ah, okay, wir sind Frederica, ne? Frederica, Megumi, Tomoko und Isamu. Galerie gibt's sogar. Wow, okay. 9 Bilder können wir scheinbar in der Demo freischalten. Ich speichere erstmal. Sehr hübsch auf jeden Fall, die Bilder und so. Rettet unseren König! Meine Füllung ist raus. Nein, es tut weh. Wir konnten den König nicht beschützen. Welch Schande. Der sagt gar nichts mehr. Nein, ich bin nicht tot. Rette uns vor den Häschen. Was? Häschen sind doch niemals böse. Haben die euch das angetan? Macht euch keine Sorgen um uns. Wenn unser König wieder vollständig ist, können wir geheilt werden oder repariert werden wohl eher. Dieser Tisch ist wirklich seltsam. Was interessiert's dich? Jedenfalls, lasst uns unsere Taschen leeren und mal nachschauen, was wir haben. Das ist eine gute Idee. Ah, okay. Nur wenn man an diesem Tisch steht, kann man sein Item-Menü, also sein Gegenstände-Menü öffnen und nachschauen, was man gerade so besitzt. Wir haben gar nichts. Na gut, da wissen wir Bescheid, nicht? Haben wir mit denen schon geredet? Diese Hasen sind grausam. Nehmt euch in Acht vor dem Gelben. Der gelbe Hase. Ich bin König Teddy. Ich bin der König dieses Stockwerks. Ich kann euch dabei helfen, von hier zu verschwinden, aber ihr müsst mir die Teile meines Körpers bringen. Wer hat dir das angetan? Suiren? Nein, das waren die Hasen. Sie waren neidisch darauf, dass wir das Stockwerk ganz für uns allein haben. Und deswegen stahlen sie mir meinen Körper, während ich schlief. Meine Teile sind bestimmt hier irgendwo. Kannst du mir helfen? Wir haben keine Wahl. Was sagt ihr, Leute? Von mir aus? Von mir aus auch. Tomoko, möchtest du hierbleiben? Wenn du zu viel Angst hast, ist es vielleicht besser, wenn du an einem Ort bleibst, der sicher ist. Nein, ich will nicht allein sein. Ich komme mit euch. Ich gebe euch das hier. Super, wir haben eine Karte erhalten. In der Image Gallery kann man uns das anschauen. Ich kann nichts anderes für euch tun. Seid vorsichtig. Danke. Zeig mal. Also hier. Nee, jetzt habe ich Safe gedrückt. Ich bin ja bescheuert. So, Gallery. Ah, da unten rechts. Wo bin ich gerade? Ah, ich weiß. Okay, alles klar. Gut, ich denke, das kriegen wir hin, aber ich weiß gar nicht, ob wir die Map unbedingt brauchen. So groß ist das Stockwerk ja nicht. So. Ein Gemälde mit einigen Männern, die mit Schwertern kämpfen. Und hier ein Mann, der isst. Und hier haben wir Blumen, aber da passiert nichts. Ich gehe einfach mal direkt gegenüber rein. Das sieht aber gefährlich aus. Der sagt gar nichts. Also ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollten. Gucken wir mal. Verzeihung, können Sie mir sagen, wie ich in den anderen Raum gelangen kann? Geh hinfort, ich bin gerade sehr schlecht gelaunt. Oh, okay, ich sollte wohl besser nachher nochmal fragen. Okay, hier kommen wir jetzt wohl gerade nicht weiter. Dann gehen wir erstmal oben weiter. Wer ist das denn jetzt? Ah, das sieht aus, als würde der kontrollieren. Da sollten wir besser vorsichtig sein. Frederica, wenn es uns gelingt, das zu überleben, dann habe ich genug von dir. Wieso bist du denn jetzt sauer auf mich? Ist das nicht meine Schuld? Ist das ein Scherz? Du hast doch gesagt, was Suiren gesagt hat. Das alles ist geschehen wegen deinen bescheuerten Wunsches. Das ist alles deine Schuld. Vielleicht hast du ja recht. Hört auf, euch zu streiten. Megumi, niemand von uns konnte wissen, dass das geschehen würde. Gib Frederica nicht die Schuld. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Tja, ihr stellt euch immer auf ihre Seite. Tut doch, was ihr wollt. Es tut mir leid. Sie kann da wirklich nichts für. Finde ich voll fies. Okay, das ist leer. Das ist leer und ja, ich glaube, das war nur ein Raum, damit ein bisschen nochmal ein Gespräch geschieht. Nehme ich mal an. Wieso sind diese Tomaten in einem Schlafzimmer? Hey, schaut mal. Manche von ihnen sind zerquetscht. Was ist los? Das ist gar nicht
Tomatensaft. Ah, das linke Bein erhalten. Super. Okay, das ist ein kleiner Tisch mit einer echt hässlichen Decke. Darunter befindet sich nichts. Ich traue mich jetzt erstmal nicht da oben lang. Wir gucken erstmal, was unten ist. Weil das sieht so aus, als... wir sollen vorsichtig sein mit den Häschen, ne? Die sollen sehr, sehr gefährlich sein. Ich gehe erstmal nicht zu denen rüber. Ach, vor dem Gelben sollen wir uns in Acht nehmen vor allem, ne? Hier ist nichts Nützliches und da auch nicht. Okay, was ist mit dir? Geheimnis, ich kenne das Geheimnis des Gemäldes und dem Feiglingbär. Sie redet im Schlaf. Das Gemälde. Und was mit euch? Es war lustig, diese bescheuerten Bären zu zerstören. Nun ist das hier unser Gebiet. Ihr seid ja ganz nette Leute. Ist da irgendwas an dem Gemälde? Nee, scheinbar nicht. Aber irgendwo muss doch was sein. Du bist der Boss, der Hasen? Der Hasen? Ja, momentan bin ich ein einfacher Hase wie alle anderen. Aber nun, da ich dieses Stockwerk eingenommen habe, werde ich eine Königin werden. Ihr seid Menschen, nicht wahr? Suiren ist die Einzige, die euch hierher gebracht haben kann. Ich habe nicht die Absicht, sie zu verärgern. Also könnt ihr es vergessen, dass ich euch hier durchlasse. Frederica! Bleibt zurück, kommt mir nicht näher. Oder ich werde dafür sorgen, dass ihr das gleiche Schicksal erlebt wie König Teddy. Ihr kennt ihn doch, richtig? Ja, wir kennen ihn. Er hat euch doch bestimmt darum gebeten, seine Teile zu finden. Aber ihr werdet sie nie alle entdecken. Da bin ich mir so sicher, dass ich euch ein Geschenk machen werde. Oh cool, den Körper erhalten. Jetzt kann er umherrollen, wenn er will. Nun haut ab, bevor ich richtig sauer werde. So, speichere ich direkt nochmal. Und was haben wir denn? Ich weiß nicht, ob das was bringt, ihm zwischendurch Einzelteile zu bringen. Vielleicht ist er dann schon mal zufrieden und gibt uns noch was. Oh, hurry up, bla bla. Voll nett, ey. Der feige Teddy und das Bild. Es muss irgendein... Ach, Moment. Haben wir jetzt irgendein cooles Item? Nee, ne? Ach so, naja, doch. Und die Map halt. Aber das brauchen wir momentan nicht. So, schauen wir doch mal hier oben. Was war hier nochmal gewesen, rechts? Ach, da unten ist noch. Der war verärgert, aber vielleicht ist er ja jetzt nicht mehr verärgert. Vielleicht, weil wir jetzt Teile gefunden haben, was nicht Sinn ergibt, aber egal. Nee, ist immer noch schlecht drauf. Na gut, dann halt nicht. Dann gucken wir jetzt da oben, aber ich speichere mal. Nicht, dass wir instant sterben oder sowas. Moment. So, wunderbar. Aber ich war doch noch gar nicht um die Ecke. Warte. Auf der Karte steht, dass da etwas ist. Vielleicht eine Wache. Ich gehe mal alleine. Bist du dir sicher, Isamu? Ja, wartet hier auf mich. Sei vorsichtig. Eindringlinge! Oh, ich sag ja, es könnte gefährlich werden. Aber irgendwie muss ich da ja vorbeikommen können, ne? Ich probiere das nochmal kurz. Vielleicht hätte ich auch einfach nur korrekt laufen müssen. Ich erkenne irgendwie seine Pattern nicht, sein Muster. Okay, ich habe es geschafft, einmal. Jetzt warte ich aber erstmal. Okay. Ich habe es geschafft. Ui. Okay, ein Gemälde mit einem gelben Himmel. Das ist ein weißes Gesicht. Da haben wir pinke Blumen. Ich gucke einfach alle durch. Wer weiß, vielleicht ist ja was Wichtiges dabei, ne? Das ist ein schwarzer Bär. Ein blauer Himmel und ein seltsames Tier. Ein sehr buntes Gemälde. Hier sind Märchenbücher und da auch nochmal Märchenbücher. Und hier haben wir zwei Räume, aber an der Stelle mache ich erstmal einen kleinen Cut, meine Lieben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge der Suiren-Demo wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.